Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Special. Und zwar mein 1000 Abonnenten Special. Leute, ich kann es nur wiederholen, ihr seid verrückt. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank und vor allen Dingen auch an meine Frau, vielen herzlichen Dank. Wofür warst du denn, Schatz? Ja, du unter- ich zocke nur mit dir. Du unterstützt mich, du lässt mir die Zeit zu zocken. Du ziehst diese wunderschöne Maske an von deinem besten Freund, der dich ein paar Mal gerissen hat. Mhm. Oh, ich hätte gucken sollen, wo ich hin steuere. Wir sind jetzt hier wieder auf einer Schneeinsel. Oh, überall Eis. Gut. Ja, ihr Lieben, wir haben uns entschieden, Raft zu machen, weil das wird jetzt kein normales Let's Play. Es ist halt ein Special. Ja. Und da wir ja Raft schon beendet haben, ist es richtig chillig. Genau. Wir segeln oder puckern umher. Kann man sehen und nennen, wie man will. Und ja, wir sind weg von Utopia. Utopia habe ich nicht gemocht. Es war meiner Meinung nach nicht schön. Da wäre ich lieber bei Tangaroa oder wie das hieß. Hier, warte mal. Blablabla. Tangaroa geblieben. Richtig. Genau. So. Der Dom war richtig geil. So, wie dem auch sei. Lieben. Und auch du, mein Schatz. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Ach, Schatz. Als ich anfing, hätte ich mir nicht träumen lassen, wirklich mal 1000 Abonnenten zu haben. Wie ich auch schon in meinem, war das glaube ich 200 Abonnenten-Special sagte, ich wuchs in Frankreich auf, in einem kleinen Dorf. Es hatte knapp ein bisschen mehr als 200 Einwohner. Schon damals war ich beeindruckt bei dem 200er-Special, dass mir so viele Leute folgen. Man könnte sagen, ein kleines Dorf. Und jetzt mit 1000 folgt mir ein großes Dorf oder auch eine Kleinstadt, kann man sehen, wie man will. Ja, ich nehme auch heute am selben Tag auf, wo ich die Schallmauer, nein, die 1000, ja, die 1000er Marke erreicht und auch sogar durchbrochen habe. Jo. Und heute ist ein Tag, der hat es auch in sich. Komme ich jetzt schon wieder dahin? Würde nicht. Ich wollte von Utopia weg. Ich mag nicht Utopia weg. Es kann sein, dass wir ein bisschen nachfüllen müssen. Okay. Laufenden Tag. Reicht? Die laufen im Takt, die Schätzchen. Okay. So. Das ist nur lustig, die Maske. Du zeigst jetzt an eine Stelle von der Winkelkatze. Hui, fui. Ich habe hier gerade diese Glaslichtlein, die wir da auf Utopia bekommen haben. Ich werde mal gucken, wo ich die noch unterbringe. Ah, die kann man die auch hinstellen. Ja, sorry, das ist der Loot-Instinkt. Ja, aber wie gesagt, ich bin wirklich davon beeindruckt. Wo hast du die hingestellt? Noch gar nicht. Achso. Ich bin wirklich davon beeindruckt, wie viele Leute mir jetzt folgen. Wie gesagt, tausend Dank. Ihr habt eine Durststrecke mitgemacht, also einige von euch. Ich habe ja 3 Jahre eine Pause eingelegt, aus diversen Gründen. Und deswegen, als ich wieder anfing, krass, es war wie so ein Durchstarten. Und ja, man ist irgendwie sprachlos. Also, das hier ist auch ein One-Take, One-Shot. Kein Skript, gar nichts. Das ist immer das Beste, weil ich habe keine Lust, jetzt hier irgend sowas zu faken, wo ich dann noch schreibe und rede, quasi dasselbe, dass man merkt, dass es fake ist. Nee, kein Bock. Ihr kennt mich da. So bin ich nicht. Richtig. Ich will gerade mal zu einem sehr interessanten Part für euch kommen. Gucken nur, dass wir nicht wieder gegen die Insel fahren. Deswegen laufe ich mal kurz ans Steuer. Gut. Also, ich hatte ja angekündigt, dass sehr fleißige und treue Abonnenten die Möglichkeit haben, oder aufmerksame Abonnenten, Spiele zu gewinnen. Ich würde das nicht mal Spiele gewinnen nennen oder auch nicht verlosen. Moment, das Wasser trinken erst nach 2 Minuten am Verdursten. Also, anders ausgedrückt, ich würde so eine Art Giveaway machen. Eine Art Verlosung aber gratis. Ne? Gratis Teilnahme.
Ihr müsst mir Fragen beantworten. Und dann werde ich mir alle, die richtig antworten, die Namen aufschreiben und ganz altmodisch in ein Glas oder gerade ein Behälter oder was reinwerfen und ziehen. Ja, genau. Ja, weil ich finde es auch schön, wenn ich da ein bisschen Haptik habe. Also selber auch noch mehr Kontakt mit habe. Einfach jetzt sagen, ey, nimm mir eine Mura aus, bist du oder der Erste, der schreibt. Das finde ich blöd, weil wir müssen fairerweise sagen, es könnte knapp werden, wenn jemand eine sauschnelle Internetverbindung hat. Und wenn jetzt jemand, wie ich zum Beispiel damals, vor über 10 Jahren, in einem Kuhkaff lebt, wo, ja, Edge noch Highspeed ist, der hat dann halt das Nachsehen. Edge ist jetzt übertrieben, sonst könnte man auch die Let's Play nicht gucken, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die Internetgeschwindigkeit macht schon ein bisschen was aus. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden und ich finde es auch richtig toll. Und ja, meine Wahl. Also, ich werde euch jetzt 4 Fragen vorlesen. Alle, die richtig antworten, wie schon gesagt, werden aufgeschrieben auf ein Zettelchen. Zettelchen zerknüllt, ab in den Behälter und die Ziehung erfolgt dann die Tage. Am Freitag werde ich dann bekannt geben, wer gewonnen hat. Beispiele gibt es zu gewinnen. Und nicht nur irgendwelche Spiele, sondern da ist auch ein zusätzliches Extra dabei. Gut. Möchte meine Frau anfangen mit den Fragen? Wie du möchtest, kann ich gerne machen. Dann übernehmen Frage Nummer 1. Was ist meine Lieblingsfarbe? Genau. Kennt ihr die? Ich habe sie, glaube ich, mehrfach erwähnt und bin auch schon oft so rumgelaufen. Es dürfte einfach sein. Also ich betone, die Frage gilt mir, ne? Ja, genau. So, die nächste Frage. Welches PC-Spiel aus meiner Kindheit ist mein absolutes Lieblingsspiel? Aus dieser Zeit, wohlgemerkt, ne? Na, für den einen oder anderen, wo zugeguckt hat, dürfte das einfach sein. Dann würde ich sagen, nächste Frage, mein Schatz. Was ist mein Lieblingsfilm? Nummer 1, muss ich sagen. Nummer 1 muss ich hinzufügen. Also, okay. Ich habe ja viele Lieblingsfilme, viele Filme, die ich wirklich sehr mag. Aber es gibt einen doch, der sich davon abhebt und, ja. Und die allerletzte Frage. Was ist mein Haupthobby? Schwierige Frage. Gut, ihr Lieben. Wer Bock hat, Gratis-Spiele zu bekommen, die Fragen richtig beantwortet und gezogen wird, kann sich freuen. Ich erhalte das Recht vor, je nachdem Teilnehmer auszuschließen oder nicht dran teilnehmen zu lassen. Wenn das zum Beispiel ehemalige Let's Play-Kameraden waren, die das direkt beantworten können. Da muss es auch fair zugehen, muss ich sagen. Genau. Und deswegen, es soll ja für euch Abonnenten da sein. Deswegen, have fun, macht mit. Und wie gesagt, 100% kostenlos. Ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, aber am allerliebsten wäre es mir auf X, also Twitter. Wenn ihr mich da anschreiben würdet, dann per Direktnachricht. Weil so stellt ihr auch sicher, wenn ihr mich per Direktnachricht anschreibt, dass nicht jeder die Antworten gleich sieht und dann kopiert. Na? Das verbessert eure Chancen. Sagen wir es so. Ansonsten könnt ihr es auch halt auf YouTube, hier in dieses Video aber dann nur, nicht in andere Videos. Nur in dieses Video als Kommentar oder halt auf Twitter bzw. X. Gut, das wär's. Wie gesagt, 3 Spiele mit Extrasinn zu gewinnen. Und was es ist, werde ich noch nicht verraten. Aber es lohnt sich. Finde ich zumindest. Boah. Oder? Ja. Finde ich auch. Gut. Ich will auch mitmachen, aber darf nicht. Bäh. Ja, also du kennst mich ja eh in- und auswendig, mal auch von den Let's Plays abgesehen. Du könntest das hier so beantworten, mit Schnips. Ich weiß nicht, ob man jetzt den Schnips im Mikro gehört hat. Ja. Apropos, eine Sache, die würde ich wirklich gerne ansprechen. Ich habe ja mein Mikro so eingestellt, ich muss da noch mal ein bisschen was verändern, dass man nicht so viele Geräusche hört, die Tastatur etc. pp. Das hackt auch ab und zu meine Worte ab. Zum Beispiel
der Anfang oder das Ende, je nachdem. Das hört sich dann manchmal lustig an. Aber was mir aufgefallen ist, im gemeinsamen Let's Play mit meiner Frau in Ark, guckt euch gerne Ark Survival Ascended von Nobody und Käppchen zockt an. Sorry. Bei ihr im Let's Play hört man meine Tastatur ganz krass. Über Discord ist da kein Filter und dann meint man echt, ich bin hier in die Tasten am Klopfen, hier so Klavier. Da, 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 da. Krass, krass. Ja, so ein bisschen. Dass du noch überhaupt was verstehst von deinem Spiel, wenn du mit mir zockst. Ach doch, das geht. Ja, die nächste Tastatur sollte zwar mechanisch werden, aber dann mit leisen Knöpfen. Ja. Dann ist es auch angenehmer für dich oder alle anderen, die mitspielen. Oh meine Güte, ihr tut mir alle leid, alle, die mit mir mitspielen. Eieiei. Ja gut, ihr Lieben, ich bin so leicht nervös, weil es kommt nicht alle Tage vor, dass insgesamt 1000 Abonnenten, 1000 Menschen einen folgen. Über, muss ich sagen, aktueller Stand 1005. Okay. Ja, ich hatte eben mal nachgeguckt. Wurde noch nicht direkt in Steam gezeigt, es wurde in der Vorschau quasi in einem Studiobereich. Und ja, ich bin überrascht und ja, baff eigentlich. Hm. 1005 Menschen. Was? Jo. Wie gesagt, das Ganze ist ein Hobby. Da wird sich auch nichts dran ändern. Und wenn ich in der Lage sein werde, zu monetarisieren, wird sich auch nichts dran ändern. Wie gesagt, alle Einnahmen werden dem Let's Play zugutekommen. Sei es in Form, ich mache was an der Hardware, an der Software, an Spiel oder so. Ne? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird das dann so dem Let's Play zugutekommen. Und jetzt kriege ich gerade just eine Nachricht. Danke, Helios. Dann nochmal gratuliert in der SMS. Ja. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die ganzen 20 Minuten ja einhalten werden. Erstmal hier was snacken, bevor ihr hier das kleine Mannequin hier wieder rumjammert. Ja. Ja, wir haben den Spielstand hier immer noch. Wie gesagt, wir werden ihn behalten. Wir werden ab und zu mal ein bisschen umher. Ja, fahren, segeln, genau. Beides. Ja. Und vielleicht noch ein paar andere Inseln finden, die wir noch nicht hatten. Wäre schön. Ohne Story ist es auch viel angenehmer mit Zocken. Und das ist dann so auch zum Abschalten und Beruhigen. Und ja. Genau. Ich sag's so. Ja, wollte ich gerade sagen. Und okay. Mit der Story, also ja, 100% habe ich es jetzt nicht so gemocht. Besonders, dass die sich für Utopia entschieden haben. Also Utopia, sorry, hat mir gar nicht gefallen. Die Kuppel, ja. Der Dom, der war richtig geil. Ja. Die paar Blechdosen da, die sogenannten Roboter über Bord werfen, alles geil. Ja. Sicherer als, auf jeden Fall, als wie hier Utopia. Aber gut. Ja. Und jedes Mal, wenn ich Utopia sage, will ich Utopia Planetia eigentlich sagen, aus Star Trek. Da wurde die Enterprise D gebaut. 1000. Naja, 1005. Krass. Ich komme nicht drüber hinweg und ihr merkt, ich bin nervös. Ich suche teilweise die Worte. Und ja, wie gesagt, diese Auslosung, nennen wir es so, an der ihr gratis teilnehmen könnt, am Freitag gebe ich bekannt. Deswegen macht mit. Donnerstag ist dann. Ja, ich würde sagen, bis Donnerstag. Ja. Da kann ich noch am Donnerstag aufnehmen, für Freitag. Genau, bis Donnerstag. Sagen wir Donnerstag 16 Uhr. Schreibe ich mir auch mal gerade auf. Genau, bis Donnerstag 16 Uhr. Und vor uns kommt wieder eine Insel. Mit diesem blöden Vogel, den ich hasse. Oh, warum haben wir nicht auf Utopia hier einen Sniper? Ja. Na gut. Ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, nochmal 1000 Mal Dank an jeden Einzelnen von euch.
was dann zur Million wird. Naja, obwohl. Es stimmt nicht, es sind ja 1005 Abonnenten. Und mein wundervolles Frauchen mit der komischen Maske. Mhm, finde ich cool. Ja, sie ist cool, sie ist cool. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Kommst du nochmal zu unserem Plätzchen hier, unserem Tisch? Mit der Maske so geil. Gut, okay, Frauchen. Dann auch nochmal dir vielen herzlichen Dank, dass du mir beigestanden hast und mir das Let's Play ermöglicht. Und auch euch, ihr lieben Zuschauer, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. An allen, ja, an alle alten Zuschauer, danke, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Und an alle neuen, herzlich willkommen. Und auch euch einen großen und vielen Dank. Ciao, tschüss, euer Nobody. Und Käppchen. Tschüss. Tschüss.